Das ist nicht die klügste Variante, das hinzustellen, ne? Und ich wollte mir die Nase vorher putzen. So, wir machen. Ah, nee, 8 Minuten sind besser für den Algorithmus. Dann machen wir 9 und danach fahre ich was essen. Und ab und zu ziehe ich mir den Schnodder ein bisschen hoch. Guck mal hier, mein Getränk. Hihi. So, die Uhr nehme ich mir mal mit. So, gut. Wir machen hier auch gar nicht viel. Das ist wahrscheinlich super uninteressant für euch, aber wir müssen hier ein bisschen anlegen. Und dann möchte ich gerne da in den Finger etwas reingehen. Ich hätte mir direkt mehr Weiß aufnehmen sollen. Das wäre für euch besser gewesen, dann hättet ihr weniger warten müssen. Und ich hätte nicht nochmal die weiße Farbe suchen müssen. Aber wen interessiert's? Das war viel zu viel. Hab ein halbes Brötchen im Hals. Die erste Minute einfach mal mit am Brötchen ersticken verschwindet. Aber ist kein Problem, ich habe ja 9 gemacht statt 8. Und dann passt das auch. Ist immer total gut, wenn die Vorlage einfach zugeht und die Nase läuft beim Malen. Das sind die besten Voraussetzungen. Der findige Fuchs könnte jetzt sagen, ich kann ja von vorne anfangen, aber das will doch keiner. Ich bitte dich, fange euch zweimal an. Habt auch schon mal angefangen. Das wäre doch doof, wenn ich das jetzt nochmal machen müsste. Egal, das haben wir ja jetzt geklärt. So, hier habe ich jetzt ein bisschen Grau mit aufgenommen, damit man den Schatten sehen kann. Das ist ein bläuliches Grau. Das ist aber total unwichtig, weil wir da dann eh noch mal drauf gehen. So ein bisschen weiß. Sag mal, jetzt ist hier aber Körperaction einfach. Einfach jedes Geräusch jetzt da. Kennt ihr das, wenn der Körper so, wenn der Bauch irgendwie so gurgelt? Manchmal ist irgendwie kein. Was, warum ist denn da schwarz? Hallo? Ich bin dabei, ein beruhigendes Video zu machen und du gibst mir schwarz. Was habe ich hier gemischt? Woher kommt die Farbe? Meine Güte, kann ich im Prinzip nochmal aufnehmen. Mache ich aber nicht. Bin nicht so der nochmal aufnehmen-Typ. Da gehe ich dann lieber nochmal ran. Einfach. So, wir streichen das ab. Nehmen uns ein bisschen von dem Rot. Und geben hier dem Finger ein bisschen Leben, ne? Der kann ruhig auch ein bisschen Tiefe kriegen. Ein bisschen Druck stellen. So, ich habe vorhin ein ganz komisches Video über Periode geguckt. Ich glaube, das hat mich einfach nachhaltig beeinflusst. Und jetzt bin ich verwirrt. Ist der Pinsel hart. Damit habe ich nicht gerechnet. Dann müssen wir so einen großen Pinsel nehmen und vorsichtig sein. So, wir nehmen nur die Kante hier und machen das ganz, ganz moderat. Gehen wir hier rum. Geht auch so, ne? Müssen nur ein bisschen aufpassen. Ah, das hier sind diese Cobra-Pinsel. Die hatte ich noch gar nicht getestet. Sehr schön. Ergibt sich das auch direkt mal. Ah ja, ich mag auch, wie der Pudding sich langsam entwickelt. Da war ja am Anfang so ein bisschen die Farbgebung das Thema. Und so nach und nach, wenn dann das Licht reingearbeitet wird, dann wird das Ganze natürlich und verliert so diesen, ja, wie soll ich sagen, diesen eitrigen Aspekt, ne? Dauert aber noch einen Moment. Das werden wir auch jetzt noch nicht ganz rausbügeln. Ist halt erstmal wichtig, da Lage für Lage zu machen. Und eigentlich wollte ich ja nur ein bisschen Leben in die Finger kriegen. Ah, halt, wir müssen erst hier noch ein bisschen Licht. So, gib dem Daumen ruhig ein bisschen Farbe. Und da ist der Nagel. Hopp.
Sehr gut. Das hier ist ja so ein bisschen mein Lieblingsfarbton geworden, weil er so praktisch ist. Einfach praktisch. Man kann als Farbe auch einfach mal praktisch sein. Da kannst du super benutzen. Da müssen wir dann noch mit was Hellerem rein, weil das schon arg Gemansche war das letzte Mal. Und da musste ich dann ganz viel wieder ausgleichen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm, das machen wir nach und nach. Nehmen wir uns die Zeit für jedes Glied von der Hand, für jedes Glied vom Finger natürlich auch. Aber siehst du, das wird schon softer hier. Und dann ist das gleich nicht mehr so. Also, was heißt gleich? Beim nächsten Mal. Heute können wir dafür nur die Basis schaffen, damit das ein bisschen heller werden kann. So. So. Und beim nächsten Mal machen wir das dann ordentlich. Gib mir mal hier einen Finger. Und dann können wir auch hier das so ein bisschen abgrenzen. Der Pinsel ist gut, der hat eine schöne, präzise Kante. Der verzieht sich nicht so, das gefällt mir. Ich habe mir die falsche Vorlage rausgesucht. Die Handhaltung auf meiner Vorlage ist ein bisschen anders. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Das bisschen Licht und Schatten setzen wir uns einfach selbst. Hier oben zum Beispiel, da ist es sehr hell. Aha, ich habe den Übeltäter gefunden. Da unten ist schwarz. Das war's. Du hast mir alles kaputt gemacht, du kleine schwarze Stelle. Wegen dir voll die Probleme jetzt. Da gehen wir hier rüber. Ganz vorsichtig. Gerade hier wollen wir nicht zu dunkel werden. Nehmen uns noch ein bisschen Weiß mit dazu. Ah, guck mal, jetzt hat er hier dieses, wenn du einmal in der Ölfarbe einen dunklen Ton drin hast, ne? Es bestraft dich einfach, bis du einen anderen Pinsel nimmst. Und ich bin so schön dumm, ich nehme dann keinen anderen Pinsel. Ich bade das aus, ich ziehe das mit. Ist kein Problem. Einfach so durchziehen. So. Da, gib mir das. Perfekt. Hunger habe ich. Ich habe noch nicht richtig gegessen. Und wir haben schon um die Mittagszeit. Und ich bin allgemein eine so hungrige Person. Da stört mich das dann. So, wir brauchen ein bisschen Wasser. Wir müssen hier um das Schwarz ein bisschen drumherum arbeiten. War ja dann doch eine Frechheit, wie das einfach dazu kam. Schau, hier ist es ganz schattig und dunkel. Da können wir auch diesen Aprikoton ein bisschen lassen. Den arbeiten wir dann später noch raus. So. Und jetzt holen wir uns wieder ein bisschen mehr Weiß und ziehen es rein. Das muss nicht ganz so akkurat sein. Hier, das wird schön. Da kommt nämlich ganz viel Schatten dann. Jetzt weiß ich nicht, wie viel Uhr wir haben, also wie viel von der Zeit schon rum ist, weil ich es aus dem Winkel nicht ganz sehen kann. Aber vom Gefühl her. Boah, wie schlecht ich sehe, wenn was abgedunkelt ist, ne? Crazy. Das Ding ist, ich versuche in der kurzen Zeit immer so viel zu schaffen. Dabei soll das doch gerade euch zeigen, dass so ein Bild lange dauert und eben nicht innerhalb von wenigen Minuten fertig ist. Das muss ich noch lernen. Aha. Dim, 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 dim. Verwerfen. So, das ist gut. Wir haben die Grundierung geschafft. Den Rest mache ich dann später weiter. Jetzt fahre ich erstmal was essen. Bis dann.